Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir aus diesem Stützpunkt der Designs oder Kruxes, was auch immer, sind da irgendwie alles die gleichen anscheinend, geflohen mit diesen Reahats, wie auch immer man die ausspricht, und sind in Tetahala gelandet, der Welt von China. Und ja, hier soll es auch so einen Turm des Heils geben, weil auch irgendwie ein gleicher Krieg stattgefunden hat und so. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, es gibt immer noch. 5 Minuten nachdem ich letzte, 5 Sekunden nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, kam direkt wieder ein Skit. Der Engel von Yggdrasil. Mein Gott, der Engel von Yggdrasil. Yggdrasil. Okay, Yggdrasil haben sie ihn genannt, dann nenne ich ihn auch so. So, Monster! Okay, wie stark sind... Boah. Gib mich auf! Der Auswärte... Was? Da waren 2 Grad. Na, Teseara no Mana no Miko te donna hito nan da? So da ne... Hitokoto de yu to... Yu to? Baka da. Hai? Ma, 自分の目で確かめるんだね。Ja. Ich möchte gerne das andere Skill auch noch haben. Jetzt hat sich aber die Kampfmusik geändert. Die kenne ich irgendwo, ja. Woher kenne ich das Lied? Woher kenne ich das Lied? Das hab ich schon mal irgendwo gehört. Bestimmt irgendwie aus irgendeinem anderen Tales of Spiel, wo man... Keine Ahnung. Stimmt irgendwann in Tales of the Abyss oder Graces, wenn man so Symphonia-Kostüme... Hat man Symphonia-Kostüme irgendwo? In irgendeinem Tales of Spiel muss man Tales of Symphonia-Kostüme gehabt haben. Weil dieses Lied kenne ich irgendwo, ja. So, Erfahrungsgeben haben wir jetzt alle auf 2, ne? Aber nochmal brauche ich nicht. Ich nehme an, es wird auch Level 3 und 4 geben, ne? Ha! Na. Kratos ist unser Feind. Boah, rechtzeitig. そうかしら。彼の言葉、特にロイド、あなたに対する言葉には優しさのようなものを感じたのだけれど。あいつが？冗談だろう。でも確かにアスカードの牧場でエクスフィアの製造を見た私たちにあいつがかけた言葉は、クルシスの血も涙もない天使たちの仲間とは思えなかったよ。じゃああいつは。どうしてコレットを連れて行こうとしたんだよ。わからないわ。そうさ、わかってることは、あいつの目的と俺たちの目的は同じじゃないってことだ。そうだね。OK。油断するな。Boah, was bist du denn? Ein bunter Bär, was? Excuse me? What the? Au.Die kann ich alle hintereinander einsetzen. So, Corinne. Na los. Corinne. Ja, super. Hat Viech auf dem Bären draufgeworfen. Nee. So, ich mach mal Musik ein bisschen hoch. Stellen. Sonst würde ich immer die Musik hier runterstellen, aber jetzt. Nein. Vor allem die.Animierten Cutscenes, die war richtig laut hier, als wir da nach Tetahala geflogen sind, ey.
Nee, dauert so lange. So. Ey, woher kenne ich das, Mann? Kann man den Grace F irgendwie Symphonia kostümen? Nee. Oder? Kann sein, dass ich da irgendwann mal gehört habe. Wenzelia. Keine Ahnung. Abyss glaube ich nicht. Das sind Abyss überhaupt Cameo-Kostüme. Oh, Level Up für Lloyd. Ei, ei, ei. Ich nehme einfach jeden Gegner hier mit. Weil Erfahrung, warum nicht? So, komm her. Zack. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mein Gott, warum haben die jetzt beide ein Overlimit oder Kraftschub? Jawohl. Ah, schön. Gib nicht auf. So, das haben wir. Habe ich gerade gesucht. Ja. Iseria-de-mura-no-minna-o-kizutsukete. Soste, konkai Koretto-o-mamotte-yaru-koto-mo-dekinakatta. Sukoshi-wa-tsuyoku-natta-tsumori-de-ita-kedo. Mattaku-shinpo-shite-nai-na-to-omotte-sa. Lloyd. Demo, demo Lloyd wa itsumo saizen o tsukusou to shite kitan daro. Akiramenai de. Koshite Tessara ni made kita. Oka no ningen to wa chigau yo. Dakara boku Lloyd ga suki nan da. Arigato na genius. Yoshi, sekkaku koko made kitan da. Akiramezu ni Koretto mo sekai mo sukueru michi o sagashite miseru. Sou da yo. Ja, hoffentlich. Ich meine, natürlich. Ah, ich tue einfach nur Blase. Nachthase hat schon mal gegen mich gekämpft, aua. Aber wenn man Gegner nicht damit trifft, ey. Warum kämpft ihr mit Karten, Mann? Sie hat irgendwie keine TP-Probleme. Na gut. Noch mehr Gegner, ich mache euch halt platt. Boah. Man kann auch irgendwie rücksichtsloser angreifen, da man die ganze Zeit geil wird. Aua. Mal verreckt doch. So. Ich möchte so viel stilvolle Abgänge wie möglich machen. Weil anscheinend sind die Bonus-Sachen richtig gut. Ich habe mal zwei Schatzungen gesehen, das ist gut. Mal verreckt doch. Gibt's doch nicht. Na toll, ich bin betäubt. Aua. Wie kann ich so stehen? Aha. Na toll, ich kann gar nichts machen. So, Rain hat ein Level Up, gut. So, endlich mal eine Belohnung hier. Ein Eisring. Gucken wir mal. Verhindert Unfälle auf dem Meer. Ist das der? Ist ja nicht ein Dingens hier. Oh, eine Waffe. Okay. Ich hätte es nicht so gedacht. What? Voll übertrieben stark sind die immer. So, ich nehme auch noch mit. Eine Wuschelkatze, du. Uah. Mal wieder ein bisschen normal angreifen, weil wir gehen die TP langsam aus. Ah, was machst du da mit Lloyd?
Oha. So, du machst mal den fett mit Corinne. Ja, toll. Einmal 400 zieht er ab. Aua. Hilfe. Shit. Ja. Alles klar. Warte mal hier. Eine Feuerkarte. Gut. War eigentlich eine neue Waffe. Jo. Bild eines Bären. Feuerfest. So, kochen. Was haben wir hier noch? Feuerbrot. Mehr haben wir nicht. Fleisch, ein Topf. So. Ist nicht geguckt, was das macht, aber egal. Müssen wir lang? Ja, da müssen wir, glaube ich, lang. Hey, sag mal, wo gehen wir eigentlich hin? Was? Du hast doch gesagt, gehen wir. Ich dachte, du weißt, wo du hinrennst. Woher soll ich das wissen? Ich bin von Silverrand. Ach so, ja, natürlich. Entschuldige. Meltokyo, die königliche Stadt, das Zentrum von Tetralla. Dort residiert der König von Tetralla. Warte mal, den Namen kenne ich doch. Ist das weit von hier? Nicht besonders weit. Direkt nördlich von hier. Das heißt, ich werde es nie finden. Meltokyo, hm? Okay, beeilen wir uns. Okay. Das heißt, ich muss hier lang erst noch. Ja, du Ent, du. Komm her. Oh. Mein Gott, ich zünd die voll an damit. Noch nach meinem Geschmack. Ja. Zack. Upsa. Okay. Mag. Geh doch kaputt, danke. Aha. Verdammt. Okay, gut. War gleich so bereitet. Fleischeintopf, gut. Gibt uns irgendwie einen Bonus, so wie ich gesehen habe. So, so, was haben wir hier? Noch eine Waffe? Schleierrobe. Lichtrobe. Mondrobe. Ein Gewand, das so auch zart ist wie Nebel. Ein Fluchtwert. Okay, da geben wir mal lieber. Ja, China. Das Fluchtwert ist da so gleichzusetzen wie ausweichen, nehme ich an. Deswegen gehen wir natürlich immer. Oder? Okay. Okay. Neusch ist wütend. Neusch, was ist denn da? Was auch immer das für mich ist, nicht wütend. Okay, wir müssen nach Norden. Das heißt, wir gehen erstmal woanders hin. Na, lässt er uns irgendwie nicht mehr auf sich rumreiten. So, das ist ja. Hey, kann schon sagen, auf der Karte war doch irgendwie so ein Punkt. Aber ich glaube, das war jetzt nur ein Zufall, ne? Mach mal da oben. Kann man irgendwie hier hin? Ich nur auf so einen gelben Punkt hier geachtet und anscheinend sind das Schatztruhen. Okay. Glaube ich nur so ein Rundgang von Tetralla. Okay, was war das hier? Wollen wir mal mehr von diesen Dingern hier erkunden. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir die analysieren. Ich finde es nur blöd, dass man die dann immer wieder hier mit so magischen Augen hier analysieren muss. Warum können die KP nicht immer angezeigt werden? Bin ich ein bisschen nervig. Wow, wir Terran angegriffen. Hier geblieben. Hier geblieben. So. So, noch mehr Fleisch eintopfen.
Ich habe, glaube ich, nur drei Dinger gehabt. Aber egal. Ah, der Kamera. Hier befindet sich irgendwas, sehe ich auf der Karte, aber ich kann es nicht erkennen, weil die Kamera nicht auf meiner Seite ist. So. Ey, geh weg von meinem Magiern. Ich glaube, das ist sehr effektiv gegen den, weil er voll viel Schaden gemacht hat. Sie macht allgemein so viel Schaden jetzt. Okay, gut so. Irgendwie enttäuschend, ja. So, hier ist irgendwie, okay, das ist nur hier der gelbe Weg. Ja, wird wohl nur ein bisschen gekämpft hier in dieser Folge. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehmen will. So, da hinten haben wir wieder so ein Gespräch, glaube ich. Gar nicht scheinbar, wenn ich die Gasse hier ein bisschen erkunde. Na, warum kann man nicht ihn einfach so mal die AP anzeigen lassen? Boah, was? Ich dachte, er zieht sich verdammt viel ab. Finde das gut. Aua. Und sie hat gleich schon wieder ein Dingens. Overlimit oder so. So, was haben wir hier? Was ist los, Professor? Verstehe das nicht. Ich halte mich genau an das Rezept, das Guinness mir gegeben hat, aber es klappt nicht. Oh, sie kochen auf eine komische Art. Was meinst du mit komisch? Wenn sie sich an Guinness Rezept halten, dann sollte es besser werden. Hm, ich hätte dem Rezept wohl besser nicht meinen eigenen Stil geben sollen. Stil? Nun, nehmen wir Kekse. Kekse sind immer süß, egal wer sie zubereitet, nicht wahr? Das wäre doch ein würziger, scharfer Keks, mal was ganz anderes. Ich glaube, ich weiß, warum ihre Kochkünste lebensgefährlich sind. Boah, scharfe Kekse. Das klingt überhaupt nicht lecker. So, ist ein so ein Stein oder bin ich mir nur ein? Ha, ausgewichen. So, da ist doch so ein Stein, ey. Dann kann ich doch mal erkunden, damit ich auf Neusch reiten kann. Fernsehfabrik bei den Welt-Tokio-Regionen. Gut so. Ah, schön. So, warte mal da. Hey. Vergiss es. Haus der Besinnung. Was? Das ist sowas wie die Häuser des Heils aus Silverond. Ich weiß, dass es an diesen Umgang gemacht ist, aber würdest du gerne tauschen? Oh, okay. Glücksbeutel. Messing. Was ist ein Glücksbeutel? Bis bald. Ist irgendwo ein Speicherpunkt? Ich will gerne speichern und gucken, was das ist. Wenn das Quatsch ist, würde ich gerne laden, weil ich meine gerade jetzt nicht unbedingt dafür opfern. Warte, bist du ein Koch? Ich bin ein einfacher Koch, kein Wunderkoch. Beachte das bitte. Okay, Entschuldigung. 1000 Mal Entschuldigung. Was weiß ich von dir, befindet sich das königliche Städtle Meltokio, aber dort gefällt es mir gar nicht. Achso, das spricht echt so komisch. Dann kommen wir mal aus der Besinnung. Ja. Seid ihr denn alle bei Sinnen oder was? Oder seid ihr alle von Sinnen? Ugh. Hallöchen. Na? So, haben wir irgendwas hier? Hm, ihr seid ja wirklich ausgefallen angezogen. Eine Nacht kostet 600 Gold. Bäh. Angenehmer Aufenthalt. Ihr mich gar nicht angucken, aber sobald ich das Bett anspreche. Übrigens, das kostet Geld. Auf Wiedersehen. So, dann speichere ich mal. Und gib mal 30 für einen Glücksbeutel aus, weil der sticht so vom Namen her ein bisschen heraus von.
in anderen Sachen. Bei Messing oder so, das klingt irgendwie so was wie, was ich für Schmieden ja brauche. Magisches Tuch, Reißzahn, Felsglücksbeutel. Der Glücksbeutel enthält Schutzengel. Was? Bis bald, was? Ach, da war was Zufälliges drin, oder was? Nein. Da war ich schon mal dabei, denn. Messing. Was ist Messing? Metall, das nicht rostet, ja super. Das sehe ich mal gar nicht ein. Direkt mal laden. Ja, so einer bin ich. Ja. Ich habe nie gesagt, dass ich fair spiele. Ich tu nur. Das war nur eine Erkundung, ne? Ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt, ne? Mein Gott, das Spiel ist sowieso blind, also. Sowieso nicht die Hälfte, was hier passiert. Gold steht seine Liebe. Was? これと、ここがテセアラだぜ。わかるか。だな。やっぱり何の反応もねえや。ロイドがコレットのこと好きだって言ったらいいんじゃないの?え?なんで?もう鈍いな。いいから言ってみなよ。え?好きだ。 Mein Gott, ey. War ein bisschen gemein, egal. Wer wird Genius ausgesprochen anscheinend? Im Japanischen. Das ist komisch. So, ich nehme mal an, dass da soll Tokio sein. Mein Gott, was droppt er denn da so rum? Gucken, ob das mit Tokio ist. Okay. Aber das ist noch irgendwie so was. Oder war der Berg, von dem wir kommen? Ich sowieso noch mal erkunden, was so ist. Und hey, dich habe ich nicht gesehen. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo wohnst du? Kommst du öfter hierher? Aber. Warum habe ich mich eigentlich gerade geheilt, ey? Ja, ein paar Erfahrungen abstauben. Nee. Was ist denn hier zum Beispiel? Kam ich von hier? Ich weiß nicht. Sieht so verdächtig aus. Oh mein Gott, wie viele Gegner sind hier? Aber waren da so viele? So, zack. Zack. Kriegt die immer stilvoller kaputt, ey. Kann man da irgendwo hoch? Nee. Da ist der andere gelbe Punkt von da. Kommen wir doch, ne? Wenn ich mich nicht irre, geh weg. Warte mal. Haben wir eine Karte? Ich kann die nicht aufrufen, okay. Dann haben wir keine. Uah. Weg. Irgendjemand noch ganz kurz vorm Level Up? Nee, okay. Obwohl 616. Das ist so drei Kämpfe ungefähr, ne? Mann! Immer wenn ich auf die Karte gucke. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir sicher, ich mache irgendwas falsch. Aha. Okay, fünf Kämpfe. Ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Wenn ich schon mal vertraut bin mit der Welt hier. Ich kann aber da oben schon mal hingehen, obwohl wir noch nicht dahin müssen. Falls wir dahin können. Ich glaube nicht. Nö, irgendwie nicht. Wollte ich eigentlich ausweichen, Mann. Irgendwie nicht so aussah. Aua. Aua.
Okay, wenn wir mit Tokio drin sind, werde ich mich nochmal heilen. Ich weiß auch die TP jetzt. Warte, Corin. Mach den Hafen platt. Na los. Sag. Boah. Hat es nicht gebracht. Okay, trotzdem. Noch ein Level up. Reicht. Dann können wir den Part beenden. Da kommen wir jetzt suche ich den Kampf. I kill the fight. Na, 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 na. Auf dem bunten Bären. Wieder voll. Wie aus so einem professionellen Horrorfilm aussieht, ey. Und dann so einen Namen hat, ey. Bunter Bär. Na, super. Vor allem wie diese Pyrrhus-Seel irgendwie genauso viel abzieht wie Corinne. Voll irgendwie richtig merkwürdig. Aber verdammt. 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 Ich treffe ihn nicht. Gut so. Da kann man auch ein paar Gegenstände hier farmen, hier so Granulat und so was alles. Da kann man bestimmt hier irgendwie für, weiß nicht, Waffen und so gebrauchen. Spretto. Vor allem, wie kommt es, dass die nicht TP-Verluste haben? Irgendwie immer genug TP. Da will ich mir noch ein. Muss schon sagen, wenn du jetzt auf den einen Thunderblade einsetzt. So, gut so. Verdammt, jetzt hat hier neue Dinge angelegt. Feines Granulat, saftiges Fleisch, Fleischstreifen. Gut so. Alles klar, dann können wir hier untergehen. So, lernst du noch irgendwas? Sieht man dann normalerweise. Okay, das kann sie irgendwie noch nicht. Psy-Tempest, was? Psy-Attacke, spiralförmiger Stoßschlag vom Boden aufwärts gerichtet, was? Okay. Aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.